So, wir nehmen uns dann noch ein paar. Da stand da nicht eben noch 5000 irgendwas? Zwei ist ein bisschen knapp, ne? Reaction Wheel ist dran vorne. Dachte ich. Nee, shit, habe ich auf später verschoben. Danke für den Hinweis. Ich dachte, ich hatte so ein kleines rangebaut, aber ich hatte tatsächlich erwogen, dann etwas später ein größeres hinzubauen. So, ich nehme jetzt noch einen zusätzlichen Tank mit. Einfach um ein bisschen mehr Delta V rauszukratzen. Und das heißt aber auch, wir haben eine Thrust Weight Atmospheric beim Start von 1,8. Das haut hin. Achso, ja, und ich muss den Tank auch wieder füllen. Das ist ein völlig valides Argument, warum ich vielleicht wenig Delta V habe. Ja, dann kann ich mir das da, glaube ich, sparen. So, 4.900. 92 sollte locker reichen, um da hinzukommen. Dann machen wir noch eine Startvorrichtung ran, die das Ganze hält. Und einmal Flügelchen zum Steuern. So, Licht wird komplett überbewertet. Zack, 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 zack. Zack. Atmospheric sind wir immer noch bei 189. Sieht gut aus. Wir haben Essen mit dabei. Damit können wir das dann nach draußen stellen. Gut, das Einzige, was jetzt noch wäre, wäre. Ich tue zumindest so, als würde ich versuchen, es aerodynamisch zu bauen. Ich tue zumindest so. Alles klar. Also, Launch. Raus damit. Gut, dann gucken wir mal, wann die Space Station vorbeikommt. Und dann bringen wir denen jetzt ihr Essen vorbei. Das sollte relativ flink gehen, wenn nichts Großes schief geht. Und dann ist der nächste Schritt ein Moon Return Raumschiff mit. Ich muss selber nachgucken. Da gucken wir einmal zur Moonbase Alpha. Ich glaube, wir haben vier Leute da stationiert. Ich glaube, es sind vier, aber das werden wir dann nochmal in Erfahrung bringen. Spacecam Capsule System, Kerbin Space Station. Na, die ist doch relativ nah dran zu unserem Startort. Das sieht ja ganz gut aus. Dann müssen wir gar nicht lange warten. Und es ist tagsüber, das heißt, wir können auch. Relativ schick. Loslegen. Ich gehe heute mal so auf 450 Kilometer. Die letzten Male bei 400 Kilometer, weil die Space Station auch ein bisschen höher fliegt, bin ich ein bisschen zu spät rausgekommen und musste dann erst wieder aufholen. Deshalb starte ich heute einfach mal ein bisschen eher. Okay. Ja, das Hütchen geht auch wieder ab, sonst hätte ich es da natürlich nicht draufgeklebt. Man kann auch von einer Seite decoupeln, aber das kann man dann natürlich nicht wieder andocken. Das ist der Haken an der Sache. So, 3, 2, 1, Risiko, feuerfrei für unsere kleine Rakete. So, das sollte relativ entspannt funktionieren. Ich gebe hier einen leichten Seitendrall, bevor sie nicht mehr steuerbar ist, weil die wird jetzt gleich richtig mit Schmackes durch die Atmosphäre rasen. Ich hoffe, unser kleines Aerodynamik-Hütchen erledigt das mit der Aerodynamik gut genug, damit wir nicht vorne zu viel Drag drauf bekommen. Wie gesagt, wir haben keine Zeit für Spielereien. Wir müssen Essen nach oben bringen. Und das hier ist das schnellste Pizza-Taxi ever. Übrigens, Fun Fact: In der letzten Resupply-Mission von SpaceX war Eiscreme mit an Bord. Und ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal war, dass sie also echte Eiscreme quasi hochgebracht haben. Sehr, sehr cool. Eiscreme Express ins Weltall. Das ist schon ein bisschen lecker dann, glaube ich. Obwohl ich mal gehört habe, dass im Weltall angeblich alles irgendwie ein bisschen anders schmecken würde. Aber auch nur aus irgendeiner Wüstendokumentation. Ich kann euch nicht sagen, ob es wirklich so ist. So, wir sind ein bisschen zu hoch. Fast schon.
So, jetzt müssen wir mal aber ganz schön schnell die Nase rumziehen, damit wir nicht komplett overshooten. Hui. So. Also das sah doch bis hierhin schon mal gar nicht schlecht aus. Auch wenn wir ein bisschen heiß durch die Atmosphäre gegangen sind. Alex King, danke für dein Follow. So, und jetzt ziehen wir das hier mal in die Breite. Und auch wieder ein bisschen runter. Bisschen umeiern. So. Ich meine, wir haben ein bisschen Puffer, glaube ich, bei den Delta V. Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. So, und hier haben wir ein Intersect von... ...5,3. Kann ich total mit leben. An der Stelle schnappen wir uns die vermaledeite Raumstation. So, Target hat dann eine Geschwindigkeit von 1300 irgendwas. In Wirklichkeit hat sie dann einen Relative Speed von 1524. Wir haben noch Delta V von 2397. Das heißt, das sollte hinhauen. Wir zünden dann halt nochmal durch. So, wir haben noch eine totale Brennzeit von 2 Minuten 41 und das hier ist in 2 Minuten 3 und irgendwas. Okay, das wird spannend auf jeden Fall. Wir müssen wollen, tun, lassen können. Das da auf jeden Fall schon mal raus. Und der Form halber machen wir die hier auch auf. Extend Antenna. So, und jetzt können wir den hier auch schon mal decouple. No, tschüss Hütchen. Seht ihr? Geht ab. Ab geht das Hütchen. Okay. Genug rumgealbert. Wir haben noch 1 Minute 58. Das bei Kerbal Engineering Total Data V-Zeit ist eine extra Mod. Total? Nee, das ist einfach nur, ich habe mir das eingestellt. Also du kannst hier über das Curve-Fenster dein HUD editieren und einstellen, was dir da angezeigt wird. Also das ist ganz normal im Kerbal Engineering mit drin, ist halt standardmäßig nicht im HUD drin. Du kannst dir dein HUD einfach so zusammenbauen, wie du das möchtest. So, wird langsam Zeit, oder? Sonst overshooten wir das Ding total. Ich würde sagen, ich hau mal, nee, wartet mal, ich muss gar nicht komplett durchbrennen. Wir haben auf der Stage noch 935 bei 1500 mit 51 Sekunden. Das heißt, so bei einer Minute 10 mache ich mal an, dann wird die leicht an uns vorbeirasen, aber das ist auch okay. Feuerfrei. So, weil wir brennen uns ja nicht durch den gesamten Treibstoffvorrat durch, sondern wir brennen uns ja nur durch 1500 Delta V von diesem... Wow! Das war eine knappe Geschichte. Das war unser aerodynamisches Hütchen, das hier beinahe gerade durch mein Solarpanel durchgeschlagen ist. Ist aber ein paar Zentimeter dran vorbei. Es hat sich exakt diesen Pfad so zwischen Solarpanel und Flügel hindurch gesucht. Da kommt die... Ne, da kommt irgendwelches Debris. Da kommt die Space Station. Sieht aber gar nicht schlecht aus, dass das passt. 5,5 Kilometer noch. Abstand an dieser Stelle. Okay... So, wir kaufen uns quasi gerade ein bisschen Zeit und jetzt machen wir gleich nochmal eine kleine Berechnung. Also erstmal kappeln wir uns von dem ganzen Rotz hier und stoßen uns ein bisschen ab. So, wir haben jetzt 1465 Delta V, die wir 1 Minute 50 brauchen, um sie wegzubrennen. Wir brauchen davon noch 600, das ist ungefähr, naja, ein bisschen weniger als die Hälfte. Das heißt, die Hälfte von einer Minute 30 dann ungefähr ist 30 Sekunden, 15 Sekunden, 45 Sekunden. Das heißt, wir machen 45 Sekunden, bevor dieser Punkt kommt, machen wir unser Triebwerk an. Und das müsste dann relativ exakt hinhauen, dass wir die Geschwindigkeit, naja, wir müssen ein bisschen verzögern noch, 40 Sekunden, weil wir ja auch vorher schon bremsen. Und dann müsste das ungefähr hinhauen, dass wir wirklich auf 6 Kilometer die gleiche Geschwindigkeit erreichen. Mal gucken, ob ich das im Kopf gut genug überschlagen habe. Oder ob ich mich vertan habe. So, und der Ulisse ist jetzt auch ein Kerbonaut. Willkommen, danke für das Follow. Und da haben wir ja schon wieder beim Follower-Ziel völlig übererfüllt. Ihr seid wie immer sehr fleißig im Folgen dieses Kanals. Das kann ich natürlich nur begrüßen.
So, und jetzt schauen wir mal, ob wir bei um und bei 6 Kilometer rauskommen oder eher nicht. Sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus von der Geschwindigkeit angleichen. Das war wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zu früh von der Zündung. Das heißt, ich kann mal ein bisschen Schub rausnehmen. Sieht alles gut aus. So. Also 200 Meter Unterschied noch. Also 200 Meter pro Sekunde. Ich schiebe jetzt, wie gesagt, so nach und nach auch ja unseren Orbit gleichzeitig hoch, denn wir schwenken ja auf den gleichen Orbit ein wie die Space Station durch dieses Manöver. Und damit kommen wir natürlich auch in einen Orbit um Kerbin. Das ist halt so der angenehme Nebeneffekt, sage ich mal. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen hoch mit dem Schub, aber jetzt sieht es ganz gut aus. 5, und ein bisschen. Jetzt bringen wir uns erstmal so auf die gleiche Geschwindigkeit und werden dann eine Annäherung fliegen mit den restlichen Delta-V, die wir noch haben. Und das machen wir dann relativ flott, damit wir in der Helligkeit noch docken können. So. Gut, jetzt schauen wir mal. Da drüben müsste irgendwo die Space Station sein. Da ist sie auch tatsächlich und feuerfrei. So. Und dann kommen wir in relativ wenig Zeit. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell retro gehen, weil wir jetzt sehr schnell angescheuert kommen natürlich. Das müssen wir auch gleich ganz schnell wieder abbremsen, aber wir haben noch mehr als genug Delta-V, dass wir das machen können, deshalb Vollgas. Und dann haben wir nämlich noch relativ viel Tageslicht für das Docking-Manöver. Und wir kommen ran auf 0,1, also auf ungefähr 100 Meter. Das ist jetzt so ein bisschen Eyeballing, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt mal in die Bremsung rein. Sieht gar nicht schlecht aus. Also, wie gesagt, macht sowas niemals an der ISS, falls ihr mal Astronauten werdet. Die killen euch, wenn ihr es auch nur versucht. Da irgendwie mit ein paar hundert Meter pro Sekunde drauf zuzuballern. Okay, falsche Seite. Wir müssen bremsen. Wir brauchen die andere Seite. Zack. 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 Geht's lang? Da geht's lang. So. Ich nehme die Nase jetzt mal ein bisschen parallel zu der ganzen Geschichte. So ungefähr. Jawohl, das sieht gar nicht schlecht aus. Dann können wir schon mal auf die andere Seite der Space Station fliegen. Und dann docke ich das mal an. Landing Crew, hallo erstmal. Was mache ich gerade? Ich bringe ein bisschen Essen auf die Kerbin Space Station. Die haben in 18 Tagen und glaube nochmal 7 Tage. Die haben jetzt irgendwie noch so ein knappe, nicht mehr ganz 4 Wochen Happa-Happa. Und bevor wir uns so später drum kümmern müssen, bringen wir jetzt das Essen lieber hin. Das ist, was wir gerade tun. So, Set as Target. Wir wollen natürlich den Docking Port und wir wollen natürlich von unserem NASGEN aus steuern. Jetzt nähern wir uns hier mal die letzten paar Meter noch an und natürlich auch für den Creo-Theme. Vielen lieben Dank für dein Follow und auch dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Genau. Ich möchte übrigens hiermit meine Abonnenten nochmal dazu anregen, dieses verdammte, super aufwendig genehmigte Kerbel-Smiley intensiver zu benutzen. Ich sehe euch viel zu selten Kerbel-Smileys machen. Das ist hier ein Kerbel-Space-Program-Kanal. Ihr habt gewisse Pflichten zu erfüllen als Zuschauer. Also, liebe Abonnenten, benutzt euer verdammtes Kerbel-Smiley. So. Sehr gut, TJ, sehr gut. Kann das immer wieder nur wiederholen. Ihr seid Kerbel-Fans, ihr müsst Kerbel-Dinge tun. In dem Fall das Smiley benutzen. So, wir sind ein bisschen seitlich ab, aber das ist eigentlich alles im grünen Bereich. So. Gut, dann ab dafür. Zum Docking-Manöver. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Genau in die andere Richtung natürlich, wie immer. Und dann gehen wir da ein bisschen mit der Nase drüber, dass wir den Winkel noch ausgleichen können. Oh, das war ein bisschen zu viel Speed, glaube ich. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich gar nicht auf irgendwie 10% oder so runtergeregelt habe. So.
Ja, sehr schön. Den nehmen wir jetzt mal deutlich runter. So, jetzt aber. Jetzt aber los. Wir wollen andocken gehen. Das machen wir jetzt ein bisschen mit RCS. So, wir lassen uns jetzt wirklich absichtlich auch noch so ein bisschen seitlich driften. Das ist völlig in Ordnung. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir es gerade ziehen können. So, weil wir jetzt nämlich unser Näske ganz gut auf das Ding ausrichten können. Ja. Und das war's. Gut, Essen ist angekommen. Schwupp. Und dann müssen wir jetzt nur noch das Essen einfüllen. Könntest du nicht einfach die Station umdrehen? Ja, könnte ich. Aber guck dir mal ein Docking an der ISS an. Da wird auch nicht die ISS zur Kapsel gedreht, sondern die Kapsel wird rangeflogen und manövriert und dann irgendwann mit dem Arm eingefangen, weil es einfach normalerweise ineffizient wäre, weil man sehr viel Energie darauf verwendet, eine sehr große Station im Kreis zu drehen. Und deshalb mache ich das auch nicht. So, das ist eigentlich schon die ganze Begründung. Gut, ich fülle hier mal leckeres Essen ein. Nom 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 nom. Ja, es dauert auch 6 Stunden. Das ist der Fairness halber auch ein bisschen Unterschied. Ein bisschen. So, erster Container wieder gefüllt. Geht man hier, kann man hier auch noch Supplies reinstecken? Hier kann man auch Supplies reinstecken. Dann nimm dir mal noch Reste. Wir haben auch noch Fertilizer. Also das sieht gut aus. Der Fertilizer hält relativ lange, muss ich sagen. Ich bin echt positiv überrascht. Da müssen wir irgendwann auch mal neuen Dünger hochbringen, weil hier wird ja auch noch Essen produziert. Das ist ja auch zusätzlich nochmal eine Geschichte, die uns ein bisschen die Sachen, die uns ein bisschen langsamer verhungern lässt hier oben. So, wo ist denn hier das nächste Happa-Happa-Ding? Hier? Ja. Fill all the tanks. Fill all the tanks. Ja, zack. Rein damit. Rein damit. Rein damit. So, wie viel haben wir denn? Ich, gleich mal, wenn ich umgetankt habe, gucke ich mal, wie viel Life-Support uns das insgesamt jetzt gibt. Bin auch mal ganz zuversichtlich, dass uns das wieder ein paar Monate kauft. So, und ich glaube, den da habe ich noch nicht befüllt, oder? Ach, das ist der Fertilizer, alles klar. Kann ich hier noch irgendwo Life-Support einkippen? Supplies, Supplies, wo sind überall Supplies? Da sind Supplies, da sind Supplies. Oh, hier ist ein Mini-Pack mit Supplies. Das kann ich natürlich auch noch befüllen. Mist, dann muss ich hier erstmal angedockt bleiben, glaube ich. Denn ich werde gerade nicht alles los. Und ich werde einen Teufel tun und leckere Supplies verschwenden. So, das wieder sperren. So, wir haben jetzt 268 Tage. Und guckt euch mal den Habitation-Wert an, den wir haben. Dadurch, dass jetzt die Bude hier leer steht, aber überall das HAB mitläuft, haben die ein Jahr 203 Tage Bock hier oben zu sein? Sehr motivierte Leute, sehr motivierte Leute. Also, wir müssen uns das nächste Mal um die Kerbin Space Station in ungefähr einem Jahr kümmern. Also ein bisschen weniger als ein Jahr, aber es ist nicht mehr so ganz dringend. Und das Raumschiff lassen wir so lange noch oben, weil da sind jetzt Supplies noch in den Tanks drin. Die, sobald das leer ist, können wir das mal abkoppeln und wegschmeißen. Aber ansonsten ist das noch gut. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt einen Kopf machen, wie es aussieht mit unserer Mondstation, nämlich der Moonbase Alpha, unserer ersten Probestation, die wir hatten. Die wollen wir als nächstes evakuieren, nämlich in 22 Tagen. Aber auch hier hält uns natürlich niemand davon ab, dass wir da ein bisschen eher hinfliegen und die Leute abholen. Die freuen sich bestimmt auch schon tierisch auf einen Urlaub. Und das Erste, was wir jetzt mal machen, wir gehen da jetzt mal hin und gucken uns an, wie es denen so geht und wie viele es sind vor allen Dingen. Und dann werden wir die Moonbase Alpha
professionell evakuieren mit irgendwas professionell geflogenem, was professionell funktioniert. Hoffe ich, ehrlich gesagt. Wir werden es sehen. So, Moonbase Bravo, das heißt, die Moonbase Alpha muss weiter. Ist das echt unser ältestes Objekt im Weltall? Das ist ja faszinierend. Ich habe echt zeitig mit dem Kram angefangen. Oh Gott, ist schon wieder mitten in der Nacht. Die haben bestimmt schon wieder Stromprobleme, die Leute. Schauen wir mal. Zack. So. Wie geht's eurer Fuel Cell, ist die große Frage. Das ist ja das, was euch so ein bisschen am Leben hält, während es nicht sonnig ist. Ja, 426 Tage sind's. Um Himmels Willen. Aber es ist auf jeden Fall lange hin, 260 Tage, bis wir das nächste Mal die Space Station versorgen müssen. So, was ist hier mit Strom? Strom verbraucht sich langsam. Was ist hier mit Oxygen? Oxygen ist dort drin. Damit ist das die Fuel Cell. Und die Fuel Cell läuft. Das heißt, ja, wir gehen trotzdem langsam mit dem Strom runter. Also, wir haben hier vier Fraggles sitzen. Den Neo Kerman. Hey Neo, du bist tatsächlich auf der Moonbase Alpha und ich hoffe, du freust dich schon auf deinen verdammten Urlaub, den du bald bekommen wirst. Den Marius Kerman als Wissenschaftler, den Zambier Kerman als Biologen und den Pit Kerman als Scout. Das ist unsere Crew, die es hier aushält und unser kleiner Rover, den wir da gebaut haben. Oder ja, doch, den haben wir wirklich auf dem Mond gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir hatten diesen Steinbogen, den kann man jetzt, glaube ich, im Dunkeln aber ganz schlecht erkennen. Doch, 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 ich habe eine Fahne drauf geknallt, genau. Da hinten den Steinbogen hatten wir erforscht und sind dadurch darauf gekommen, dass es Anomalien gibt, die uns wahrscheinlich helfen werden, Raumfahrt zu erforschen. Bla, bla, bla. Lange Geschichte, kurz. Die Jungs sitzen hier jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 3 Monaten. Bisschen länger, ich weiß es nicht. 87 Tage, doch, 87 Tage, da oben kann man es ja auch sehen. Also fast 3 Monate sitzen die hier auf dem Mond rum und haben getestet und gelernt, wie es funktioniert. Alles, was wir für die Moonbase Bravo, die echte große Moonbase, die jetzt auch modular erweiterbar ist, erfahren haben, haben diese Pioniere der Mondraumfahrt für uns rausgefunden. Und jetzt wollen wir die Jungs dann natürlich auch nach Hause holen, bevor sie irgendwie durchdrehen in diesem doch sehr rudimentär ausgestatteten Heim, in dem sie zurzeit wohnen. Und das heißt, wir bauen jetzt ein Raumschiff, mit dem wir auf dem Mond landen können und 4 Leute abholen und die wieder zurückbringen. So sieht's aus. Und dann werden die noch rausgeholt, ne? Wie du so schön sagst. Er will wieder Horn. Kann ohne Hydrogen nicht laufen, das stimmt. Das Hydrogen alle. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Und manche der Easter Eggs haben Vorteile. Ich habe auf Minmus einen Satelliten, einen Monolithen gefunden. Der hat mir ein Forschungsnupsi-Ding gegeben. Der hat mir eine kostenlose Forschung verpasst. So, ich guck mal, ob mit dem. Ah, guck mal, wir können eine Forschung machen. Mal gucken, ob es da was Schönes gibt für uns. Die 300-Punkte-Kategorie reicht nicht ganz. Was können wir denn hier Schönes lernen? Aktuators. Ist nicht so spannend, glaube ich. Precision Propulsion. Vielleicht hebe ich es mir aber auch noch auf, um aus der Kategorie was zu lernen. Zum Beispiel Heavy Command Modules. Das wäre doch total toll. Was kann man da Leute reinsetzen? 6 Leute kann man in den PPD-1 Heavy Command Module reinsetzen. Das heißt, ich muss irgendwoher 21 Science bekommen, oder? Hatten wir an der Mondraumstation und an der Kerbin-Raumstation nicht Science-Module dran? Vielleicht kriegen wir da. Vielleicht kriegen wir 21 Science zusammengekratzt. Ich guck mal kurz. Das wäre ja cool. Dann könnten wir uns einfach mal so einen großen Pott holen und dann könnten wir in einem Pott alle gemeinsam reisen. Ich guck mal kurz. Kerbin Space Station als allererstes. So. Mal schauen. Mal schauen. Ja, ich habe auf beiden Labs die Frage: Ist was drin? Haben wir Forschungsdaten ansammeln können? Relevant viel Forschungsdaten. Genau genommen ungefähr 21 Punkte. Das wäre schon ein bisschen cool. Dann könnten wir das in einem Pot sieht das halt einfach auch echt professioneller aus, als verteilt über 15 Container. So. 103 Science, um Himmels Willen. Hervorragend. Mystery Goo observationieren, bitte. Schade. Metal Study observationieren.
Schade. Ich gucke eigentlich nur, ob man es ins Lab stecken kann. So, ach, das war ja einfach. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann gucken wir doch gleich noch in die Mondraumstation rein. Weil das deutet ja an... Ja, ja, ich habe ja verstanden, dass du über neue Biome drüber fliegst, aber nerv doch nicht damit. So, weil das deutet ja an... Ist, glaube ich, sehr groß. Ja gut, aber das müssen wir mal rausfinden. Forschen würde ich sie trotzdem gerne, weil ich möchte ja auch große Raumfahrt betreiben, weil meine Hoffnung ist natürlich, dass die großen Teile auch gute Habitation liefern werden in Zukunft. Also ich möchte schon auch in den Weg gehen, dass ich mit vielen Kerbals und viel Habitation was anfangen kann. Lag, lag, lag jetzt. 9 Science, yeah. Orbital Telescope Observation. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Science reinstecken. Pop. Sonst wird das ja nichts. Nochmal funken. So. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir machen können? Sowas wie ein Crew Report oder so. Orbital Telescope. Dingsbums. Ne, das hatten wir gerade schon. Crew Report. Zack. Dankeschön. Was haben wir noch so an Science-Dingern dran? Habe ich den hingebaut da unten, oder? Ja. Ohne Daten wird das natürlich nichts. Magnetometer. Zack. Lasst mich kurz ein bisschen Daten reinpacken. Zack. Zack. So, das müsste doch jetzt eigentlich mal... Ah, 137 Data sieht doch schon ein bisschen anders aus. Log-Temperatur. Speichern. Pressure Data speichern. So. Toggle Sensors. Was war hier noch? Magnetometer hatten wir gerade. Das ist wahrscheinlich der... Teleskopkram, genau. Fuel Cell, Hydrogentank, jetzt sind wir einmal rum. Okay, gut. Ich glaube, jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber 212 Data ist ja schon mal was ganz anderes. Irgendeine Mod aus Hardcore Colonization Liste hat meine Solarpaneele zerschossen. Generieren keinen Strom und ich kann sie nicht ein- und ausfahren. Kann ich dir ad hoc auch nicht sagen. Hatte ich noch nicht das Problem. Aber vielleicht ist ja jemand anders schon mal drüber gestolpert. Was mir ansonsten immer ganz gut hilft, ist tatsächlich über Steam eine Repair-Installation machen und die Mods nochmal sauber neu installieren. Dann dein Save laden und dann funktioniert es meistens. Müsste mal gucken. So, wir gehen zurück zum Space Center. Und jetzt holen wir uns die großen Pötte und bauen uns mal was, um den Mond zu evakuieren. Ja, ja, meistens. Meistens. Immer gibt es leider nicht. Es ist halt ein gemoddetes Spiel. Das ist immer so ein bisschen risikobehaftet natürlich. Deshalb immer Saves wegkopieren, wenn ihr spielt. Zumindest so alle paar Tage mal, damit ihr irgendwie einen Stand habt, zu dem ihr zurückkehren könnt. Mache ich auch. Glaubt mir. Hat mir im letzten Stream auch sehr geholfen. Wie lange streame ich noch? Ich werde so, denke ich mal... Bis ungefähr 18 Uhr Stream. Ungefähr. Supply Run, Rotate, bla bla bla. Seht ihr was, was uns was bringt? Turi-Kram. Turis wollte ich jetzt gerade mal nicht. Da muss ich mich erstmal von erholen, von meinem Schock. Moon Space Station. Naja. Lassen wir erstmal so. Okay, wir geben jetzt ein bisschen Geld, nee, Science ausgeben. So, und zwar, wir kaufen uns die Heavy Command Modules, einfach um mal rauszufinden, wie groß die sind. Da könnte man nämlich 6 Leute reinstecken. Was kann das denn? Also, es muss minimal einer drin sitzen. Check. Wir müssen... Oh, wir haben einen richtig dicken Recycler drin. 50%. Das ist auch schon mal ganz gut. Remote Pilot Assist is available. Okay. Probe Control Point. Also wenn man 3 Piloten reinsetzt, kann man von hier Probes kontrollieren. Das ist auch schon mal ganz cool. 35er Reaction Wheel.
Crew Report. Logisch, logisch, logisch. Okay. Wisst ihr was? Wir erforschen es jetzt einfach mal auch, um zu gucken, wo es dahin weitergeht. Was passiert als nächstes? Abgefahrener Kram. Guck mal, das ist so ein. Das sieht auch cool aus. Orca Command Module. 6 Leute. 17,5 Tonnen. 80% Life Support. Ja, das ist, glaube ich, dann genau das, worauf ich eigentlich hinaus will, dass meine Hoffnung schon war, dass es so auch weitergeht. Weil mit sowas hier natürlich, mit 80% Life Support Recycler, kann man, und das sieht ja auch so aus, als ob man das vorne an irgendwie so ein langfristiges Raumschiff ranbaut, was halt im Orbit bleibt dann. Das sieht richtig cool aus. Da können 6 Leute drin wohnen, 80% Recycling. Oh, guck mal, Köbelmams 12 Monate schon mal Habitation im Orca-Modul. Also das ist doch eine gute Richtung, in die wir da gerade gehen.